Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Und zwar werde ich heute meinen ersten Doppel-Evo machen. Aber zuerst, ja, wie immer, Bazarmarkt gibt es hier lauter Crap-Testkarten. Ich weiß nicht, was sie jetzt mittlerweile mit diesen Testkarten haben. Die sind der größte Scheiß der Welt. Du kriegst hier für einen Gem, ja, heute kriegst du immerhin, weil das hier ein Bug war. Der andere Hintergrund-Coupon hat ja nicht funktioniert. Der letzte, deswegen gibt es hier heute nochmal 99, weil ihr müsst ja dafür eins bezahlen, beziehungsweise 98, weil da gibt es ja gar nichts. Also ihr kriegt 98 Gems sozusagen zurück, finde ich ganz okay. Ja, aber diese Testkarten, ich weiß nicht, was die damit haben. Mal gucken, kann ich die verkaufen eigentlich für irgendwas Gutes? Ja, für 10.000 Gold, ja. Bringt's überhaupt nicht, aber ja. Trotzdem geben viele Leute damit in Mesa an. Was ich allerdings richtig gut finde, ich habe ja in meinem Sasquatch-Update-Video gesagt, diese Karma-Steine sind nicht bezahlbar. Ja, mittlerweile muss ich sagen, wenn sie sowas öfters raushauen, muss man schon sagen, kommen auch dann die ersten Leute auf Level 40 und dann kriegst du auch, wenn du alle Helden hast. Ich habe ja immer noch nicht alle Helden. Mir fehlen ja immer noch Sasquatch, den hätte ich gerne noch hier, damit ich zumindest das voll habe. Skeletica werde ich wahrscheinlich nie bekommen, weil. Ich bin halt einfach kein Duselbauer, es funktioniert nicht. Ja. Hey, cool. Geiles Teil. Ja, auf jeden Fall, es funktioniert halt einfach nicht. Also, es ist total unnötig, dass ich da hier drauf warte. Es funktioniert einfach nicht. Es gab zwar Leute, die haben das umsonst bekommen, nur durch Facebook-Events und sowas. Und da ich da auf Facebook eigentlich nicht bin, ja, ist blöd. Auf jeden Fall, heute meinen ersten Doppel-Devolvierten. Ich würde ja gerne meinen Hexenmeister machen, aber erstens mal hat er nur ein 4 von 5 Erleuchten und zweitens mal habe ich von dem zu wenig Kopien, weil wenn ihr hier seht, ja. Wir haben zwar genug Evo-Steine, by the way, ich bin wieder knapp bei Ehre. Ich habe nur 444. Ja, das ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass ich bald durch Berrymose wieder ein bisschen Ehrenpunkte kriege. Ich muss ja halt wieder Gildenkrieg aktiv mitmachen. Wieso haben wir erst hier 19... Was? Wir haben hier erst so viel? Oh, ja, ich würde mal sagen, wir farmen jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache das einfach so hier im Schnelldurchlauf. Jetzt nicht. 0 bis 64. Ah, shit, da kenne ich ja noch nicht. Ja, dann gehen wir mal wieder hier hin. Den Part werde ich wahrscheinlich im Schnelldurchlauf machen. Bisschen leveln. Gib mir den Splitter. Oh je. Ich habe das ganz vergessen. Ich dachte, ich hätte schon 20.000, aber scheinbar doch nicht. Oh, gibt es hier vielleicht noch hier Belohnungen? Da müsste das nämlich sein. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Komm schon, lass mich genug haben. Es fehlen immer noch 100, Alter. Leck mich doch am Arsch, Mann. So, komm, einmal noch. Zweimal Splitter und dann müsste ich das mit der Karte haben. Eins. Nein. Hey, der Nein. Okay, jetzt haben wir es aber. Wie gesagt, wird heute nur ein kleines Video, vielleicht 5 Minuten oder so, sehe ich ja schon. Hier, gerollt habe ich heute auch schon, ist leider nichts Großartiges rausgekommen. In allgemeiner letzter Zeit. Irgendwie, wir rollen halt einfach jetzt nochmal. Warte mal. Ich habe hier 100 Gems, also wir rollen jetzt einmal noch, also. Muss mal gucken. Allgemein, in letzter Zeit ist nichts mehr rausgekommen. Also ich habe hier zwar sau viele Sachen mittlerweile im Inventar, also hier, aber es bringt halt alles nichts. Hapier habe ich letztens gezogen. Die habe ich mir übrigens extra für heute aufgehoben, die 180. Ja, du kriegst halt sau viele Bücher da draußen. Das ist halt für heute ganz gut. So, Marodeur. Schön. Nix. Ja, auf jeden Fall ist halt jetzt dieser Moment für mich gekommen. Ich hoffe, dass ich den auch gleich mal auf 180 wieder kriege. Einmal. Zweimal. Und ja, ich nehme die. Erfolg. Gleich Screenshot machen. So. Dann gucken wir mal. Wie weit kommen wir eigentlich mit den Büchern, die gerade da sind? Müssten wir eigentlich ziemlich weit kommen. 43. Jetzt packen wir erstmal 1000 gleich. Oh, shit. Ach so, stimmt. Das ist ja wieder runtergegangen. Ich dachte mir gerade. Wir machen jetzt mal ein paar von den Dingern auf. Wie viel kann ich denn? 9, gell? Eins, zwei, mach hinne, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh je,
Neun. Ja, ich würde es auch toll finden, um ehrlich zu sein, wenn da hier noch ein Knopf eingebaut werden würde, dass man da halt noch mehr als 10 aufmachen kann, so viel man halt gerade will. Weil das ist echt eine Qual. Ui. Gut, wir verbrauchen erst die kompletten Grünen, weil ich habe echt keinen Bock drauf, dass ich da jetzt bei den. So, 105 und jetzt verbrauchen wir mal die anderen 90 auch noch gleich, weil. Oh, ganz ehrlich, EP-Pakete muss ich jetzt nicht unbedingt sparen. Also, ich krieg davon jeden Tag sau viele. Ja, nein, das interessiert mich alles nicht. Ich krieg davon eh. Also, ich krieg. Diese Woche gibt es wieder 50 Stück übrigens. Also, ja, also, du kriegst jede Woche sozusagen in den Rachen geworfen, kriegst die aus jedem Event mal raus. Also, es ist wirklich nichts Besonderes. So, kriegst die manchmal im Bazar. Also, ja, was soll ich das jetzt noch sagen? Wieso kann ich jetzt das nur noch so machen? Habe ich zu viele blaue Bücher? Jo, ich habe zu viele blaue Bücher. Ich denke mal, jetzt ist es Zeit für die blauen Bücher. Was? Alter, braucht der viel. Wow, der braucht echt viel. Muss ich schon mal so sagen. Ja, da muss man nachher wahrscheinlich nur die heiligen Bände benutzen. Benutzen wir mal nur das. Ja, und jetzt dann noch die 29. Komm her. Hopp. Dreimal nur, dann haben wir's. Eins. Nein, das wollte ich nicht machen. Shit. Zwei. Drei. Ich finde es gut, dass sie das manchmal so rausgeben. Es ist dann mein stärkster Held gerade. Ups, das war falsch. Er muss denn bloß nur seine Fähigkeit leveln. Ja, so, da kommst du da nochmal ein Level. Da bekommst du auch noch mit 3. Wie viel braucht er denn da, um maximal Level zu werden? Da, ich nehme jetzt einfach die Bücher, weil. Ups, 5 Millionen Gold. Oh, ich würde sagen, ich fahre das jetzt nur kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also, ich habe das jetzt eigentlich in einem Versuch geschafft, gleich. Weißt, das ist aber halt einfach so gewesen. Ich habe gerade noch gesehen, dass ich in meinem Lagerhaus noch ein bisschen was hatte. Ui, jetzt muss ich den nächsten wieder auf 200 bringen. Ich habe keine Erfahrungspunkte, keine Ruhmpunkte mehr. Was laber ich eigentlich? Keine Ruhmpunkte mehr, das ist ganz schlecht. Auf jeden Fall kann ich bald das Erleuchten dann wechseln. Ich bringe den jetzt noch, wenn es geht, auf 200 und dann war es das. 5 Level noch, 185. Das ist schon mal nicht schlecht, weil dann habe ich schon mal meinen ersten Doppel-Evo-Helden. Der hat jetzt nicht die perfekten Runden, da muss ich noch ein bisschen ändern. Eigentlich ist mein Ziel gerade 8er Lebensentzug oder 8er Streuung auf den zu kriegen. Ja, also es ist halt die Talente, wo ich denke, ist am besten. Wir könnten natürlich auch einen Kriegsgott oder einen Bollwerk drauf tun. Was gibt's noch? Was kann der noch drauf tun? Lebensentzug, wie gesagt, Berserker würde ich jetzt nicht empfehlen, weil er hat eigentlich schon eine ziemlich hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das bringt ja eigentlich kaum was, wenn du dann halt. Warte mal, wo? Ja, da runen, oder? Nee. Müssen die Angriffsgeschwindigkeit eigentlich? Ah ja, hier. Wenn er 800 hat, das bringt eigentlich kaum was, wenn du den auf 600 runterbringst, weil das ist das Maximum, was geht. Was können wir dann noch hier drauf tun? Schwerer Schlag. Ja, geht vielleicht auch. Verlangsamen vielleicht, wenn ihr ein Bossbild haben wollt. Tödlicher Treffer würde ich jetzt nicht empfehlen, aber. Erquicken ist übrigens der größte Scheiß, den ihr drauf tun könnt, für alle Neulinge von euch vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den jetzt 185. Ich guck mal, dass ich in der nächsten Zukunft den auf 200 bringe. Dann habe ich meinen ersten Maxed-Out-Helden. Den muss ich jetzt halt noch auf 7 von 10 bringen. Dann ist er wirklich ganz gut. Hier können wir gleich noch das reinpacken hier. Das kümmert uns nicht. Ja, muss halt da mal gucken. Wieder ein bisschen Splitter farmen. Nächster Fackelkampf ist ja auch schon wieder morgen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mal einen Daumen nach oben da, ein Like, also Like, ein Subscribed und lasst mal einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!